Es war einmal eine alte Hirtin, die eine Enkelin hatte. Dieses Mädchen hatte sie ganz besonders lieb. Beide hatten spezielle Fähigkeiten. Die Enkelin konnte sehr gut Flöte spielen und die alte Hirtin konnte die Sterne deuten. Eines Nachts stützte sich die alte Hirtin auf ihren Stock und richtete ihren Blick nach oben. Er wird kommen, ich sehe es genau. Wann ist es soweit? Ich kann es kaum erwarten. Bald. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Du erzählst deiner Enkelin nun schon seit einigen Jahren davon, dass er bald kommen wird. Sieh doch endlich ein, dass niemand kommen wird, um zu helfen. Stimmt das, Oma? Nein, er wird kommen. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Du musst nur fest daran glauben. Vertraust du mir? So ein Blödsinn. Ja. Ich bin schon so gespannt, wie er aussehen wird. Weißt du mehr darüber? Da bin ich mir nicht sicher. Was denkst du, wie er aussehen wird? Wird er eine goldene Krone tragen, ein silbernes Schwert und einen purpurnen Mantel haben? Ja, kann schon sein. Die Enkelin schlief ganz zufrieden ein. In ihrem Traum konnte sie ihn sehen. Er ritt auf einem Pferd durch die Nacht. In seiner Hand hielt er sein Schwert und sein Mantel glitzerte und funkelte. Er sah so königlich und anmutig aus. Im Traum sang die Enkelin ein Lied für ihn. Am nächsten Abend saß das Mädchen auf einem Stein und spielte auf ihrer Flöte. Sie übte und übte und übte. Die Enkelin wollte bereit sein, wenn der König kam. Die beiden Hirtinnen lauschten dem Flötenspiel. Irgendwann sagte die alte Hirtin: Würdest du für einen König ohne Krone, ohne Schwert und ohne Purpurmantel spielen? Nein, ganz bestimmt nicht. Nur ein König mit Gold und Silber kann ich für mein Lied reichlich beschenken. Das Mädchen hoffte, dass der König sie reich beschenken würde, damit die anderen sie bestaunen und beneiden würden. Dieser Gedanke machte die alte Hirtin sehr traurig. Sie sah nachdenklich nach oben. Wie würde er denn kommen? Auf Wolken? Aus dem Himmel? Arm oder reich? Sie hatte die Vorahnung, dass er ohne Krone, ohne Schwert und auch ohne purpurnen Mantel auf die Erde kommen würde. Für sie stand aber fest, dass er trotzdem mächtiger als alle anderen Könige sein würde. Er würde ihnen aus dieser dunklen Zeit heraushelfen. Und das ganz ohne Gold und Silber. Sie wusste das, aber wie sollte sie das bloß ihrer Enkelin erklären? Ihre Gedanken wurden durch ein Leuchten am Himmel unterbrochen. Es war das Zeichen am Himmel, nach denen die alte Hirtin so lange Ausschau gehalten hatte. Über der Stadt Bethlehem stand ein großer Stern. Auch die Enkelin und die ungläubige Hirtin konnten ihn sehen. Und noch etwas war nun sichtbar, ein Engel. Das kann doch nicht wahr sein. Oma, sieh doch nur, da oben ist ein Engel. Fürchtet euch nicht, wir bringen euch eine frohe Botschaft. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel, davon ich sing. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kindlein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Es ist der Herr Christ, unser Gott, er will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. Das kann doch nicht wahr sein, alte Hirtin, du hattest recht. All die Jahre habe ich gehofft und ganz fest darauf vertraut. An diesem schönen Tag ist es wahr geworden. Ja, das ist es, aber was meint der Engel mit Kind? Er hat sich bestimmt versprochen, er meinte bestimmt König. Ja, anders kann es gar nicht sein. Die Hirtinnen folgten dem Stern bis zu einem Stall. Das Hirtenmädchen rannte vor und stand als erstes vor Maria und Josef. Ihr Blick wanderte zu einer Krippe, in der ein Kind lag.
Die Enkelin starrte verwundert das Kind an. Die anderen Hirtinnen fielen vor dem Kind auf die Knie und beteten es an. Die Enkelin war verwirrt und fragte: Oma, wo ist der König und warum liegt da ein Kind in der Krippe? Es ist unser König, es ist Gottes Sohn. Nein, das glaube ich dir nicht, das muss eine Verwechslung sein. Ich habe beobachtet, wie fleißig du in die Blüten geübt hast. Gottes Sohn freut sich schon sehr darauf, es zu hören. Nein, ich spiele keine Lieder von Babys. Das Hirtenmädchen drehte sich um, von Trotz erfüllt. Nie würde sie hier ihr Hirtenlied spielen. Sie trat in die Nacht hinaus und setzte sich auf einen Stein. Sie hörte das Kind in der Krippe weinen. Sie hielt sich ganz fest die Ohren zu, weil sie es nicht hören wollte. Das Kind aber hörte einfach nicht auf. Das Weinen ließ sie irgendwie nicht los. Es ging ganz tief in ihr Herz hinein und zog sie zurück zur Krippe. Da stand sie nun zum zweiten Mal. Was fehlt ihm nur? Ihm geht es nicht gut, weil du ihm nicht vertraust. Jetzt ist er noch klein, aber er wird wachsen und von seinen Sünden befreien. Es ist unser Erlöser. Die Enkelin sah, wie Maria und Josef das weinende Kind zu trösten versuchten. Vergeblich. Das Mädchen verstand, was der Engel sagte, und sie schenkte ihrem König das Flötenlied als Zeichen ihres Glaubens. Schon bei dem ersten Ton wurde das Kind in der Krippe still und schaute das Mädchen an. Die Enkelin merkte, wie das Lächeln ihr Herz erfüllte. Da wurde sie froh und spürte, wie das Lächeln sie reicher machte als Gold und Silber.